Der stärkste Mann Niederbayerns wurde gesucht und schließlich auch gefunden. Da galt es zunächst, einen Baumstamm zu werfen. Und nicht jedem war das ungewöhnliche Sportgerät gleich vertraut. Statt der eisernen Kugel mit vorgeschriebenem Gewicht mussten die starken Männer Niederbayerns dann einen 34 Pfund schweren Stein stoßen. Da kommt nur weit, wer Muskeln hat. Der Schluss des originellen Dreikampfes wurde an einer Teppichstange ausgetragen. Wer hier noch ein Dutzend oder mehr Klimmzüge machen konnte, war ein ausgesprochener Punktesammler. Und da steigt der strahlende Sieger, der stärkste Mann Niederbayerns, auf das Siegerpodest und trägt stolz den Lorbeer auf dem Haupt. Erwin Ernst heißt er und stammt aus Straubing, wo er auch als Fußballer bekannt ist.